so weiter hier. Aber das ist illegal, mein Freund. Hallo? Yo, Leute, was geht? Und herzlich willkommen zu einem neuen Video von OZ. Kleiner Zwischenstopp. Hallo? Es würde mich wirklich sehr freuen, wenn ihr diesen Kanal abonniert und einen Daumen nach oben gibt. Habt ihr es getan? Ihr habt es immer noch nicht gemacht. Drückt jetzt auf Gefällt mir und lasst einen Kommi da. Hier, viel Spaß beim Video. Weiter geht's. Endlich ist es soweit. Die Sonne kam mal raus. Ich bin total gut gelaunt. Hab richtig Bock zu fahren. Und richtig Bock, über ein ganz interessantes Thema zu sprechen. Ein Jahr B196. Ja, genau. Ich besitze den B196 jetzt genau ein Jahr. Ja, was kann ich dazu sagen? Ich fühle mich richtig geil. Es war wirklich eine gute Entscheidung von der Bundesregierung, diese Regelung rauszubringen oder rauszuhauen. Das war ja richtig geil. Ich fahre seitdem ich 15, okay, wenn ich ehrlich bin, seitdem ich 14 bin, Mofa-Zeiten, Mofa-Roller-Zeiten, viel Blödsinn gemacht und so weiter. Und ja, heute bin ich 28 Jahre alt. So, das heißt, ich fahre seit 14, ja, lass es 13 Jahre sein, Roller. Und natürlich konnte ich in dieser langen Zeit sehr viel Erfahrung sammeln, ne, viele gefährliche Situationen erlebt und so weiter. Und eins muss ich sagen, man ist ja nicht immer nur 25 gefahren oder nicht immer nur 45. Ne, man ist ja früher immer ein bisschen schneller gefahren, ihr wisst, was ich meine. Ein ZX dran gehauen, ne? Ein 70er hatte ich drin. Ich hatte ein Piaggio Energy Power in der luftgekühlten Version früher. Ja, natürlich, das ist schon sehr gefährlich. Ne? 100 km/h auf dem Prüfstand hatte ich da mit einem Mofa-Roller und ja, so viel Blödsinn gemacht. Man hat natürlich aus den ganzen Fehlern gelernt, ne? Mega gefährlich gewesen. Und heute fahre ich legal über 100 km/h und fühle mich dabei richtig gut. Also, ich sag mal so, viele Leute, ja, es haben massig viele Leute den B196. So, ist denn immer alles gut gegangen? Ich glaube nicht. Ich glaube, viele, viele von den ganzen B196ern hatten alle mal eine Situation, wo die mal gedacht haben, oh, jetzt aber, oi, war das knapp. Das glaube ich. Also ich bin mir da sogar ziemlich sicher, das hat jeder mal, das ist menschlich, das ist ganz normal, Menschen machen Fehler. Ja, bei mir war das auch öfters, ne? Ich hatte mal ein Video, das kann ich euch mal hier in die Info da reinhauen, ne? Einfach hier oben klicken. Da bin ich mit dem Peugeot Speedfight noch gefahren, ja, war ich ziemlich doll am Heizen und was ist passiert? Es war ein Ast im Weg. Ich hätte die Straße beim Hochfahren besser begutachten sollen. Das habe ich nicht getan. Aber da habe ich dann gelernt, ja, ich bin voll gegen den Ast, also mit dem Helm voll gegen den Ast geknallt. Zieht euch das Video gleich mal rein. Richtig krass. Auf jeden Fall, seit diesem Tag fahre ich richtig vorsichtig. Egal wo ich heizen möchte, ich fahre die Strecke einmal richtig gechillt lang. Und gucke dann, okay, sind hier Gefahren, ist hier irgendwo ein Loch in der Straße und so weiter. Hier, aber das ist illegal, mein Freund. Hallo? Naja, Krankenhaus ist ja nicht weit, ist ja direkt hier. Also, ja, das war mega gefährlich. Dann kam noch eine Situation. Ja, ich bin einfach zu schnell gefahren. Der Speedfight hat kein ABS gehabt. Fahr um die Kurve, wollte halt ja, ein bisschen fester bremsen, natürlich Hinterreifen blockiert, ne, war ja abzusehen bei der Geschwindigkeit. das könnte noch dauern, bis sie einpackt. Auf jeden Fall Hinterreifen blockiert und ich bin mit der Variomatic-Seite des Rollers hinten gegen den Bordstein geknallt. Wie schnell war ich da? Ich habe ungefähr bei paar 40 gebremst, Hinterreifen ist blockiert und da war die Straße war glatt, ne? Das war so eine glänzende Asphaltstraße. Ja, da bin ich dagegen geknallt und ich habe mich Gott sei Dank nicht hingelegt. Gott sei Dank. Also das war wirklich, hätte ich jetzt gar keine Erfahrung und wäre wirklich ein Neuling gewesen,
dann wäre das passiert. Ja, in meinem Leben ist das schon öfters passiert, dass ich mal irgendwo gegen knalle. Das passiert nun mal. Ja. In der Großstadt hier, da ist sehr viel Rushhour, sehr viel Verkehr in der Stadt. Und da kann man das eigentlich nicht vermeiden. Und was würde ich denn behaupten, wie fahre ich? Also ich bin da wirklich ganz ehrlich, ich fahre vielleicht nicht immer ganz so sicher. Das liegt eventuell daran, weil ich mich öfters überschätze. Ich bin da wirklich ganz ehrlich, Leute. Also ich muss da wirklich kein Geheimnis draus machen. Das ist nun mal so. Natürlich das Thema mit der Schutzkleidung. Ich fahre im Sommer mit T-Shirt, mit nackigen Händen, ne, ohne Handschuhe. Leute, das ist scheiße. Das ist wirklich blöd. Aber ich kann auch dazu sagen, ich bin sehr oft in anderen Ländern unterwegs. Ich war mit dem Rucksack in Asien schon einige Male, ja, öfters am Reisen, bin dort auch Roller gefahren im asiatischen Verkehr, sprich Thailand und so weiter. Also mega strange, was da abgeht. Und ja, da bist du halt mitgefahren. Du hast halt keine Schutzkleidung. Du fährst dann halt. Ne? Um den Urlaub wirklich genießen zu können, musst du dann halt mit dem Roller auch mal auf eigene Faust fahren. Sonst ist es nicht dasselbe Feeling. Also ich sehe das so, ja. Das kann man natürlich nicht verallgemeinern. So. Also. Und da bin ich ein bisschen locker in diesem Thema geworden dadurch, weil in anderen Ländern siehst du keinen mit Schutzkleidung, du siehst keinen. Und deswegen habe ich dieses Thema nicht ernst genommen, bis zu dem Tag, als ich mich vor 2 Wochen mit dem E-Scooter abgelegt habe. Das war vor 2 Wochen? Kann sein. Vor 3? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, Leute, das waren Schmerzen. Ja, das waren wirklich echt krasse Schmerzen, Knie geprellt, Ellenbogen geprellt, Handballen geprellt oder verstaucht sogar. Also das waren 20 km/h, Leute. Mit einem Spielzeug ist das passiert. Stellt euch mal vor, das mit so einem Gerät, womit du 100 fährst. Ich wäre matsch, Leute. Ihr hättet meine Hautfetzen aufkehren können. Also ich bin da jetzt ein bisschen anders geworden. Muss ich ja echt sagen, ne? Ich schreibe immer ganz viel da rein, Schutzkleidung und wenn ich ehrlich bin, klar, es ist natürlich nervig, wenn da jeder drauf hinweist, aber ihr habt ja recht, das kann ich überhaupt nicht verneinen, ihr habt zu 100% recht. Und das Jahr mit dem B196, ich bin gefahren, ich will jetzt nicht lügen, 4000 Kilometer würde ich jetzt mal behaupten, so ungefähr 4000 Kilometer. Das ist nicht viel, das ist bei weitem nicht viel, aber für mich in dem Sinne im ersten Jahr ist das sehr viel. Ja, ich bin vorher mit dem Uferroller 50er gefahren, ne, jahrelang mit dem 50er, mit etlichen Rollern, verschiedenen Rollern und trotzdem, Leute, 4000 Kilometer mit dem 50er, das ist echt eine Hausnummer. Und das habe ich nicht hinbekommen. Ne? Da ist man dann auch nur gefahren, wenn es wirklich kurz ist und so weiter. Jetzt mit dem 125er, da kannst du auch mal längere Strecken machen. Das ist richtig cool. Und ich bin wirklich dankbar, ohne Quatsch, dass dieser Führerschein oder diese Führerscheinerweiterung rauskam. Ich freue mich wirklich, wenn ich Roller fahren kann. Ja, ich habe ein tolles Auto. Ups, der passiert nun mal, ne? Medley, Hashtag Medley-Fahrer. So, ich habe ein tolles Auto. Ich habe ein Fahrrad. Leute, irgendwie, man hat ja so, ne? Und so ein paar Sachen. Fahrt so viel Roller, wie es geht, ne? Nutzt das alles aus. Und ja. Das war jetzt das Jahr, was sehr viel für mich verändert hat, ne? Ein neues cooles Hobby entdeckt, ne? Das Motovloggen, das YouTube machen, mega viel Spaß. Ich freue mich immer so über die Kommentare, über die Daumen nach oben, ne? Einfach nur geil, ohne Scheiß. Also ich bin echt happy und ich freue mich wirklich, dass ich so eine geile Community habe, von jung bis alt, wirklich alles dabei. Und es gibt keinen Stress in den Kommentaren und so weiter. Also ich bin so glücklich. Ich kann mittlerweile nicht mehr alles beantworten und es ist wirklich zu viel geworden. Also
ich komme da nicht mehr nach. Und ich verbringe halt viel Zeit mit Familie, mit Freunden. Ne? Ja, jetzt im Moment natürlich ein bisschen weniger wegen dem Lockdown, ist klar. Aber ich verbringe sehr viel Zeit mit den engsten Leuten, die ich habe. Und da ist es auch immer sehr, sehr, sehr unhöflich, die ganze Zeit am Handy zu hängen. Ja, ihr kennt das ja, ne? Also wenn sich jemand mit dir unterhaltet und dann hängst du am Handy, das ist ja blöd, das macht man ja nicht. Und da gehen mir sehr viele Sachen durch die Lappen, aber ich versuche immer jedes Kommentar zu beantworten, aber nimmt es mir da nicht übel. Wenn irgendwas dringend ist, dann kommentiert nochmal und nochmal, bis ich antworte. Ich antworte hundertprozentig, ja? Und da wollte ich mich auf jeden Fall nochmal bedanken. Und ich habe noch was Neues. Ich habe ein Windschild bestellt. Und zwar dieses Sportschild für den Medley, ja, die kurze Scheibe. Und ich weiß nicht, ob das so sinnvoll ist für mich. Mich haben viele gefragt, ob ich das mal testen kann. Selbstverständlich, Leute, ich versuche alles für euch zu testen, was möglich ist. Ja, ich bekomme halt nicht so von den Herstellern oder so. Ich muss mir das alles selbst kaufen. Und da muss ich immer ein bisschen Geld erst zusammensparen, ja. Aber hier mit den Spenden, es kommen manchmal Spenden von Leuten rein. Boah, ey, ihr zaubert mir ein Lächeln ins Gesicht. Echt mega. Und ohne solche Leute könnte ich sowas gar nicht machen. Ja, ich habe jetzt dafür, also mit diesem Geld, was ich jetzt zusammen erspart habe, dadurch ein Windschild gekauft und teste es für euch. Ich vermute für mich, dass es nichts ist, weil das Bild eingeschränkt ist, aber volle Lotte, ne, beim Bloggen, das stört wahrscheinlich, und ich habe wirklich Bedenken, dass die Windgeräusche genau vorne auf den Helm knallen und dieser laute Helm noch lauter wird. Aber wir testen das Ganze, Leute. Ich mache ein Video dazu, Montage, Fahrt und so weiter. Das kommt auf jeden Fall. Ne, macht euch da keine Gedanken. Aber das Wetter die nächsten Tage wird sehr, 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 sehr schlecht. Ja. Und da kann ich nicht fahren. Nimmt es mir nicht übel, dass vielleicht nächste Woche kein Video kommt. Ja, weil es geht bei dem Wetter nun mal nicht. Es soll ja jetzt ja wirklich der Winter zuschlagen. Und ja, da müssen wir dann mal schauen. Also, ich halte euch auf dem Laufenden. Okay. Ja. Dann würde ich sagen, Leute, mein Jahr mit dem B196, einfach wirklich einer der geilsten Jahre, trotz Corona. Ich hatte so viel Spaß in dieser Corona-Zeit mit dem Rollerfahren und konnte mir dadurch immer wieder gute Laune zaubern. Und ich hoffe, ich zauber euch auch immer gute Laune, jeden Sonntag. Ja, Leute, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank, dass ihr bis zum Ende geschaut habt. Ich vermisse euch ja schon hier. Dann schöne Arbeitswoche, genießt den Sonntag und habt noch viel Spaß mit dem, ja, mit dem, was er macht. Peace!